Willkommen in unserer Buchbinderei. Das hier ist unsere Werkstatt. Hier arbeiten wir zu zehnt an den Büchern der Bibliothek. Heute möchten wir euch zeigen, wie wir ein Ganzgewebe anfertigen. Der erste Schritt ist immer das Vorrichten. Wir nehmen den Auftrag aus dem Regal und schauen, was zu tun ist. In diesem Bibliotheksauftrag befinden sich ein Journalzettel, eine Bindeanweisung und eine Musterkarte für die Prägung. Hier finden wir alle für uns wichtigen Infos. Das zukünftige Buch besteht aus 12 Zeitschriften. Vorzurichten bedeutet unter anderem, die Reihenfolge zu überprüfen, eventuell Klammern zu entfernen und Vorsatzblätter vor und hinter das Buch zu kleben. Das Inhaltsverzeichnis heften wir mit 3 Stichheftungen und kleben es ein. Für das Heften wird das Vorsatz mit einem Gewebestreifen verstärkt. Das dritte Heft ist kopiert und wird jetzt einzeln bearbeitet. Wir gehen zur Schneidemaschine, geben ein Maß ein und beschneiden den Rücken. Jetzt kommt unser Lumbeck-Gerät zum Einsatz. Es ist schon 65 Jahre alt. Wir spannen das Buch ein und schwenken es zur Klebestation. Die Seiten werden aufgefächert und von der Mitte nach außen mit Leim bestrichen. Dann der Rücken hinterklebt und alles gut angerieben. Durch das Auffächern kommt zwischen jedes Blatt weniger als 1 mm Leim, aber es hält die Seiten bombensicher. Nun trocknet es über Nacht. Zum Heften stechen wir jetzt alle Hefte einzeln mit Schablone vor. Das dauert ein wenig. Danach geht es los. Wir bereiten die Heftlade vor, spannen das Heftband und heften die erste Lage. Rein, raus, ganz einfach durchaus geht es durch alle Lagen. Bibliothekseinbände müssen besonders stabil gefertigt werden, weil sie auch viel benutzt werden wollen. An den Enden verknoten wir sie, das nennt man auch Verfitzen. Zwischendurch müssen wir den Zwirn immer stramm ziehen, für den guten Halt. Das gelumbeckte Heft Nummer 3 kleben wir einfach an seinen Platz an Heft 4. Der Buchblock ist soweit fertig, nur noch die Heftbänder kürzen. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das ist unser alter Buchbinderleitspruch beim Beschneiden. Der gesamte Buchblock wird nun hinterklebt. Das geschieht wieder am Lumbeck-Gerät.
Egal ob geklebt oder geheftet, am Ende sind alle Seiten fest miteinander verbunden und werden zwischen den Brettern unter einem Gewicht über Nacht trocknen gelassen. Am nächsten Morgen wird der Buchblock an Kopf und Fuß beschnitten. Damit der Schnitt sauber wird, gleichen wir die Rundung mit Papier aus. Jetzt fehlt nur noch die Buchdecke. Wir nehmen die Maße des Buchblocks und schneiden das Material an der Pappschere zu. Die funktioniert wie eine große Schere. Dann stellen wir die Rohdecke her. Unsere Einlagenverstärkung wird angeschmiert. Die Rückeneinlage mittig aufgeklebt und die beiden Deckelpappen angesetzt. Dann alles festgerieben und Maß für das Gewebe genommen. Das Gewebe schneiden wir zu, kappen die Ecken der Decke und schmieren dann den Gewebenutzen mit großen Zügen an. Die Rohdecke wird aufgelegt der Bezug sorgfältig in den Falz eingearbeitet und die Ecken des Gewebes abgeschnitten. Die Gewebekanten einschlagen und die Ecken einkniffen. Damit hier genug Platz ist, haben wir die Pappen vorhin gekappt. Durch das sorgfältige Anreiben mit dem Falzbein gehen wir sicher, dass der Bezug blasenfrei ist. Dann darf die Decke zwischen Pappen gelegt trocknen. Um das Buch wieder aufbindbar zu machen, prägen wir die Decke. Der Titel wird aus einzelnen Lettern gesetzt. Dann spiegelverkehrt in die über 100 Grad heiße Prägepresse eingespannt. Für bessere Lesbarkeit prägen wir in Weiß. Achtung heiß! Erst den Titel, dann Band und Jahreszahl und schließlich die Signatur. Mit Druck und Hitze runden wir den Rücken der Decke und legen den Buchblock passgenau ein. Jetzt geht es zum Anpappen. Hier werden Decke und Buchblock miteinander verbunden. Der Buchblock wird in die Decke eingelegt, das Vorsatz angeschmiert und die Bünde angeklebt. Nun klappen wir den ersten Deckel zu und kontrollieren die Position. Auch die andere Seite wird angepappt. In der Anpapppresse wird auch gleich der Falz des Buches eingebrannt. Das heißt, zwei warme Schienen pressen die Deckelkanten zum Rücken sauber und scharf an. Jetzt noch säubern, Kartons einlegen und zwischen Brettern über Nacht in die Stockpresse setzen.
Am nächsten Tag ist unser Buch fertig. Noch ein paar letzte Handgriffe und dem Buch Form geben. Dann einen Stempel drauf. Und es geht zurück an seinen Standort in der Bibliothek.